Herzlich willkommen zu Reingeguckt und meinem Review zum VR-Titel Forever Bowl, exklusiv für die Oculus 1 und 2. Das Spiel ist am 27. Mai 2021 in vielen verschiedenen Sprachen erschienen und kostet derzeit im Oculus Store 19,99 €. Hier befinden wir uns schon in der Startlobby des Spiels. Hier steht in der Mitte ein Terminal, wo man die verschiedenen Spielmodi auswählen kann. Du kannst im Singleplayer spielen, im Multiplayer oder deine Würfe speziell in einem speziellen Modus trainieren. Wir spielen heute nur den Singleplayer, da ich keine Freunde habe. Nein, Quatsch. Ich kenne niemanden mit einer Quest, der mitspielen könnte. Hier gibt es ziemlich coole Sachen in der Lobby. Ja, moin, hallo. Wie zum Beispiel hier diese Jukebox, die kürzlich von den Entwicklern erst hinzugefügt wurde. Hier kann man seinen Account mit YouTube verknüpfen und sich seine Lieblingsmusik in das Spiel laden. Aus Copyright-Gründen probiere ich das jetzt aber nicht aus. Weiter geht's zum Trophäenregal. Man sieht, ich habe noch nicht so viel, aber hier werden deine Erfolge aus den Spielen gesammelt und aufgezeigt, mit Datum sogar. Und hier ist wirklich viel, viel Platz für viele Trophäen, also viel Erfolg. Hier sehen wir die Ranglisten, einmal die öffentlichen Ranglisten und einmal die lokalen Ranglisten für die Ergebnisse aus den Online-Spielen oder aus den lokalen Spielen bzw. aus dem Singleplayer. Und ja, ich bin nicht gut. Natürlich dreht sich hier auch vieles um die ganzen Bowlingkugeln, die man verwenden kann. Die Entwickler haben sich dabei nicht lumpen lassen und eine Menge toll designter Bowlingkugeln entworfen. Insgesamt ca. 100 Stück. Einige der Kugeln machen sogar Geräusche oder haben spezielle Effekte, wenn du sie wirfst. In deiner Tasche kannst du immer 5 Kugeln zu den Bahnen mitnehmen und du kannst immer wild umher mixen, mit welchen Kugeln du spielen möchtest. Jede Kugel hat bestimmte Werte, wie zum Beispiel Gewicht und Angaben über den Spin. Probiere einfach aus, welche Kugel dir am besten liegt. Bei jedem Spiel sammelst du Münzen, mit denen du im Kugelshop hier neue, freigeschaltete Kugeln kaufen kannst. Es gibt sogar Planeten! Ich finde sie wirklich super toll designt, das muss ich hier nochmal sagen. Sogar der Tod spielt mit. In der Lobby steht hier noch ein kleines Terminal, wo man Kontakt mit den Entwicklern aufnehmen kann bei Fragen. Dann legen wir mal los. Einzelspieler auswählen. Und jetzt kann man zwischen freiem Spiel oder mit Rang auswählen. Wir machen jetzt mal das freie Spiel. Insgesamt gibt es 6 Hallen, die man auswählen kann. Einmal die Forever 90er Jahre Halle, das ist die erste. Dann die zweite, die man freispielt, ist die Lunar Orbit Bahn. Dann gibt es noch das Bumper Paradies, Studio 300 und die Champion Bahn. Private Bahnen gibt es auch noch, aber wie man sehen kann, muss man sie alle erst noch freispielen. Passend für den Sommer habe ich uns jetzt aber mal das Bumper-Paradies ausgesucht. Hier kann man noch Ölmuster auswählen. Ich habe noch nicht rausgefunden, für was genau das ist. Hier kann man auch noch was freispielen. Los geht's. Ein cooles Feature, was ich rausgefunden habe, je nach Bahn, die ihr auswählt, ändert sich der Eingangsbereich. Du startest direkt an der Bahn und siehst vor dir deine Punktetafel. Die Level sind wirklich schön gestaltet, oder? Muss man doch echt sagen. Auf dieser Bahn gibt es keine Rinnen, also perfekt für einen Noob wie mich. Oh, hier sehen wir auch einen anderen Spieler, aber er kann uns nicht sehen. Schauen wir mal bei der Bar vorbei. Oh, da spielt jemand Gitarre. Das Witzige ist, dass die Avatare alle keine Beine haben. Ich glaube, es sind alle Streamer. Streamer haben keine Beine. Hallöchen, ich hätte gerne einen Caipirinha, bitte. Dankeschön. Dann legen wir mal los. Hier sind die Kugeln, die du mitgebracht hast in deiner Tasche. Ich habe jetzt hier eine Spezialkugel mit Wasser drin. Sieht doch sehr schön die Handanimation.
Wenn du geworfen hast, siehst du live rechts neben der Bahn die Geschwindigkeit und den Spin deiner Kugel, was ich ziemlich interessant finde. Wenn du also wissen willst, wie schnell deine schnellste Kugel gerollt ist, dann ist das genau dein Tool. Oh, das ist, glaube ich, ein guter Wurf. Ja, sehr gut. Oh, es war ein Strike. Yes! Nice. Hier sieht man jetzt noch schön die Werte der einzelnen Kugeln. Gewicht, Spin, Tempo und Profil. Hier wollte ich jetzt mal was Verrücktes ausprobieren. Achtung! Hat geklappt. Wenn das Spiel vorbei ist, erscheint diese Ergebnistafel und gegebenenfalls steigt man Level auf und sieht, welche Kugel man freigeschaltet hat. Jetzt spielen wir mal mit Rang, das heißt, die Ergebnisse werden später auf den öffentlichen Ranglisten erscheinen. Und dafür nehmen wir jetzt mal die klassische 90er-Jahre-Halle. Auf diesen Bahnen kann man jetzt auch mal daneben werfen. Und ich zeige euch jetzt noch mal ein bisschen das Spinning-Verhalten von den Kugeln. Das Tracking der Hand ist nämlich echt gut gemacht. Hier sieht man, wie die Kugel so eine richtig schöne Kurve am Ende macht und dass man den Spin wirklich sehr gut beeinflussen kann. Man kann sogar mit zwei Händen werfen. Für die Noobs unter uns. Diese Halle ist den Hallen aus den 90ern etwas nachempfunden und auch der Ingame-Sound spielt teilweise 90er-Musik. Richtig cool. Aber leider kann ich das hier nicht abspielen. Aber auch hier könnt ihr wieder an der Jukebox andere Musik auflegen, wenn ihr euren Account mit YouTube verknüpft. So, mein Spiel ist vorbei und hier seht ihr nochmal zusammengefasst die Ergebnisse und dein bisheriges Level. Auf jeden Bahn erhältst du Münzen und Erfahrungspunkte und kannst neue Kugeln oder Bahnen freischalten. Wenn man sich hier so umschaut, dann erinnert das doch noch sehr stark an die heutigen Bowlingbahnen, auf jeden Fall da, wo ich immer unterwegs war. Ich finde, das sieht total urig und gemütlich aus. Da kann man wieder zwei NPCs sehen, beziehungsweise es könnten auch Spieler sein, die als NPCs hier dargestellt werden. Ein bisschen Leben in der Bude, wieder ein Barkeeper. Jo, ein Bierchen bitte! Und eine Pizza! Danke! So, das war es jetzt auch mit meinem kleinen Review zum Singleplayer im Spiel Forever Bowl für die Oculus 1 und 2. Vielen Dank, dass du in meinen ersten Review geschaut hast und viel Spaß beim Bowlen in VR mit diesem tollen Spiel. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst und ein Herzchen dalässt. Vielen Dank!